So, Leutchen, willkommen zurück, da sind wir wieder. Ach Mensch, ihr habt's gesehen, höchstwahrscheinlich, wenn ihr eingeschaltet habt. Boah, dieser Kefgier, ey, der macht mich wahnsinnig. War noch nicht mal der beste Mann. Wo nimmt denn der die Power her? 2,5 Sterne, was ist denn das? Ah, eine 80 Freistöße. Noch nicht mehr Erfahrung voll aus mit 29 ausgeballert. Aber unsere Defensive mal wieder, ne? Schludrig, Ballas, Troué, Fing, also da muss was passieren demnächst. Also das kann nicht mehr so weitergehen. Es fühlt sich jetzt auch schon, wir haben ja letzten Wochen haben wir alles verloren hier. Verloren und unentschieden. 3 Unentschieden in Folge. Seit 5 Spielen kein Sieg. Und wir haben ja gerade die leichten Gegner gehabt. Die harten Gegner kommen ja noch. Und die drücken uns dann ganz gerne nochmal 0 Punkte rein. Mann. Gut, in Ordnung. Den Rest schauen wir uns so ein bisschen sporadisch an. Wie viel hat Bayern jetzt schon ein paar Punkte Vorsprung, so wie die gerade abgehen? Oh, schon 6 Punkte Vorsprung auf Schalke, ey. Den zweiten haben sie eben 6:1 abgeschoben. Sie gibt's gar nicht. Hammerhart. Oberdominanz. Dann brauchen wir diesmal ja gar nicht eingreifen. Wisst ihr noch, damals mit Hamburg waren wir da so stark und dann wollten wir, dann haben wir festgestellt, die Bayern, die rocken nicht mehr. Dann haben wir da eingegriffen und das den FM wieder gerade gerückt, was das Machtverhältnis angeht in der Bundesliga. Sehr schön. Gut. Echte Verstärkung ist Conte, guter Griff, Koulibaly, Schülke, Troué und Fink und Aspas, nur Mitläufer, kein Flops, Kine. Aber ist auch noch jung. Also Kine ist noch jung, das lasse ich mir jetzt nicht ankreiden, da haben wir noch Zeit. So, CD National, die zweite gewinnt auch. Sehr gut. Ergebnisse, ganz wichtig. Yeah, die haben verloren, Lübeck. Da 4 Punkte nur noch. Na komm schon, da geht noch was in der Schleswig-Holstein-Liga. Sehr schön. So. Asper wird für einen Tag ausfallen, alles klar. Klammer der Ziel 2 Tore, da müssen wir gerne mal loben. Super letztes Spiel, Junge. Heikendorf, bester war Statusbericht Verletzungen. Aspas für einen weiteren Tag noch. Aspas wieder fit. Der war ja richtig stark, ne? Im letzten Spiel. Im letzten Spiel war der richtig gut. Der Ostboss, kann ich da mal sagen, Alter, geiles Stück, du. Super letztes Spiel, kann ich sagen, ja. So sieht's aus. Tobi war auch nicht so schlecht. Gut trainiert. Boy. Rüdiger rein für Ballas. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Und Troué muss ja mal auch langsam aufwachen. Also. Muss körperlich stärker werden. Was ist los? Da muss ein bisschen was rein. Da muss noch ein bisschen Stabilität. Wir fangen uns zu viele Tore. Das ist halt nervig ohne Ende. Ich wechsle die beiden auch mal. So. So machen wir das. Ansonsten Schül gespielt und Kine wollte ich auch nochmal einsetzen. Habe ich das gemacht? Mache ich heute. In der Startelf. Genauso wie Boré. Conte für Fink. Demnächst wieder, ja. Demnächst wieder. Okay. Ja, Kolb, schwierig, ne? Heute mal für Josipovic drin. So. Und dann geht's ab nach Europa. Ich will alle spielen lassen. Müssen alle Spieler die Chance, eine faire Chance bekommen bei uns. So gut wie möglich. Und das gegen die Mannschaft sollte es machbar sein. 100 Stärkepunkte schlechter. Das werden wir schon irgendwie auf die Kette kriegen. Was ist denn los? Haben wir gerade gekauft, gibt's gar nicht. No way. Hat 4 Jahresvertrag. So, auf 7 wollten wir alles bringen, habe ich gesagt. Dann hier, Produktion. Aha, Vereinsmuseum. Ach, jetzt auf einmal, ja? Aha.
Schön. Schönes portugiesisches Lied. So, auf geht's. Die jungen Kräfte haben wir alle drin. Zum Aufbauen, Umbauen und Verbauen. Das läuft und der Rest sollte auch so klappen. Sie sollten mehr mit Spielern reden. Wer hat denn hier keine Gespräche am Start? Boré! Das Talent. Mach endlich was draus. Unveränderter Zustand. Er sieht keinen Grund für Kritik. Rüdiger. Super letztes Spiel. War das so? Vielleicht. Wenn es da steht, ist es meistens so. Kolb. Was hat er denn für ein Problem? Was hat ein Kolb für ein Problem? Legt Wert auf Gespräche und möchte keinen Wettbewerb auf seiner Position haben. Ziele beenden. Höhere Ziele sehen. So sieht's aus. Ah, leider, ich ballast die Genti Kine. Ganz gut trainiert, ist fit und zufrieden. Das sind Profis. Und Koulibaly, kein Wettbewerb auf seiner Position. Das ist gut trainiert. Geht gar nicht, wenn wir mit zwei Stürmern spielen, haben wir immer ein bisschen Gedöns. Ja, jetzt gucke ich mal. Schalke wird ja hart. Deswegen spielen wir auch ein bisschen auf Reserve. Also ein bisschen schwächere Jungs drin. Könnten sogar noch die Genti reinnehmen. Aber viel mehr geht dann auch nicht. Viel mehr Qualität können wir gar nicht rausnehmen. In Europa, nicht ganz so wichtiges Spiel. Stärke haben wir 758 und National 708. Ist in Ordnung. Leute, kommt, wir gehen direkt rein heute. Machen direkt den Textmodus klar. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Sieg ist Pflicht. Auf geht's. Und Konzi. So, was für eine Mucke läuft denn da? Kenn ich irgendwoher. Hört sich irgendwie an wie die spanische Hymne oder die portugiesische. So. Eduardo Gattari wieder. Ja, da bin ich aber eigentlich zuversichtlich, dass wir das Ding hier runterfüllen können. Und nochmal reinrufen, Konzi. Kolb setzt sich im 16er gut gegen Gonçalo durch und legt dann zurück auf den heranstürmenden Koulibaly. Dieser ist aber einen kleinen Tick zu spät dran, sodass Gattari den Ball aufnehmen kann. Sehr schön. Wir spielen die Pässe bevor zu kurz. Ja, das ist unsere Stärke. Rondon zieht aus 15 Metern ab, setzt die Kugel aber über die Latte. Alles klar. Noch nichts für die Genti zum Halten gewesen. Da sehen wir die Tabelle. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, die Gegner sind noch echt machbar. Boré mit einer 1. Mit einer tollen Einzelleistung. Zunächst setzt er sich gegen Rodriguez wunderbar durch. Dann überwindet er Gattari mit einem trockenen Schuss aus 10 Metern. Was ist mit ihm los? Boré. Ja, wird mal richtig warm hier auf der rechten Seite. Vincent Boré. Wahnsinn. Fällt mir sehr gut. Das ist ja klasse. Und gelbe Karte. Der ist übermotiviert ohne Ende. Der will es heute allen zeigen, habe ich das Gefühl. Schade. Ja, er steht sogar da. Geht übermotiviert in einem Zweikampf mit Bruno Moreira und grätscht diesen ab. Ja, er ist auch noch jung. Jung und auf Formsuche, beziehungsweise auf der Suche nach der Qualität, Konstanz und den nächsten Schritt in der Karriere natürlich, ne? Forsten Sulibaly nimmt eine Flanke von Marienberg, die kommt mit der Brust an, mit einem Lupfer lässt er Julien in nichts laufen, sammelt aber dann den Ball aus 7 Metern an den Pfosten. Ja, klasse. Von 7 Metern. Also in 2 hätte ich schon gefeiert hier. Freistoß, Aspas macht das hier. Weiter geht's, gelbe Karte, Nexa, der Innenverteidiger. Aber wo? Vor dem Ding, ne? Wahrscheinlich vor 11 Meter. Ansonsten müsste er ja was anzeigen, dass wir den 11 Meter bekommen. Ecke von links, Schal. Unglaublich, Eduardo Gattari wurde vollkommen überrascht. Was? Schal verwandelt hier eine Ecke direkt? Direkt? Was ist denn da los? Boah,
wie ist denn der drauf? Eine Ecke direkt verwandeln, ja Wahnsinn. Wir haben ja schon viele Ecken gehabt, aber selten ein Tor geschossen. Aber so eins, das habe ich zum ersten Mal gesehen. Nochmal Schal, komm schon. Da wird gezogen und gezerrt, doch der Freistoß bleibt verwehrt. Der Schiri, der hat nichts gesehen, so kann das doch nicht weitergehen. Das ist der beste Reim ever, ever. Sehr geil von Schal. Eine direkte Ecke verwandelt, also Hut ab, hat so ein bisschen was von Thomas Müller, ne? Der hat ja auch schon so aus von der Seitenlinie da Dinger reingeschossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ecken jemals direkt verwandelt worden sind. Da gibt es da sicherlich ein paar Videos auf YouTube. Ja, nö. Können die laufen lassen, die Jungs. Motivieren. Motivieren. Und hier, loben. Dafür. Das war eine tolle Aktion. Richtig toll. So, Halbzeitansprache. Auf geht's. Um alle Spieler warm laufen lassen. Flanke Schal von rechts, Kopfballablage von Sulimani. Hopp, 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 alles klar, Leute. Boré, 3-0. Der Andorra. Hammerhart, oder? Hammerhart. Dass die so aufspielen hier, unsere Youngster. Nur nicht gedacht. Aber schön ist es ja. Tipptopp. Schal wieder. Okay, diesmal hat er. Diesmal hat Gotthardi den Ball. Lässt ihn nicht mehr überrumpeln jetzt. Es kann nur noch besser werden. Jetzt zaubern sie. Die Holsteiner sind jetzt Zauberer. Mal Kine. Symptomatisches Spiel heute ist der Zweikampf zwischen Kine und Veron. Letzterer geht da ohne Mumm zum Ball und zieht folglich auch den kürzeren. Marienbeck mit einem Übersteiger auf dem Flügel. Seine Flanke kommt hoch und Ball genau auf die Brust von der Kolb, der sich den Ball zunächst schön vorlegt und dann auch in die Wolken schießt. Ach. Ach, Keule. So, Aktogar macht den Kapitän. Chance. Aktogan. Sulimani nah heran und kommt zum Kopfball, aber setzt den Versuch knapp daneben. Ah. Tobi mit einer gelben Karte jetzt. Ja, ein bisschen schon die Jungs, ne? Noch ein bisschen Alternativen reinbringen. So. Das Ergebnis könnte sogar noch um einiges höher ausfallen. Ja, wäre ja nicht schlecht, wenn wir so ein bisschen freischießen nochmal. Zumindest offensiv noch können wir ja ein bisschen stärker werden, wenn wir es defensiv schon auf die Kette kriegen. Können wir nicht jede Woche gegen National spielen? Gefällt mir. Müssen wir auch ein bisschen, müssen wir ein bisschen die Qualität auch mal rein in die Liga nehmen. Das ist halt, was uns momentan abgeht, ne? Weil trumpfen hier natürlich im Pokal auf. Gut, die Gegner geben das auch nicht her. Ist nicht so viel Konkurrenz, wenn sie danach knapp 60 Minuten auf einer Mannschaftsstärke von 691 rumlaufen. Ist halt auch wirklich kein großes Hindernis, hier zu gewinnen. Aber trotzdem, muss er immer gewinnen. Jetzt zaubern sie. Auf geht's. Mit Glück gelangt der Ball in den Laufweg von Aspas, der den Ball über 30 Meter nach vorne tritt und dann auf Sulimani passt. Dieser schießt sofort ab, aber der Kopf von Gonzalo ist im Weg. Mann. Oder Gonzalo heißt der wahrscheinlich. Ecke von links, Schal nochmal. Abschluss. Ja. Schüke noch eins draufsetzen können.
Na komm schon. Grätscht hier entschlossen an den Gegner den Ball vom Fuß, ehe dieser einen gefährlichen Pass spielen kann. Deron und Rüdiger geraten am Mittelkreis aneinander und sagen sich ein paar unschöne Worte. Schiff rein. Weiter so, Jungs. Immer schön mit unschönen Worten durch die Gegend peitschen. Nächste Chance. Am Ende einer schönen Kombination trifft Koulibaly, aber am Abseits, okay. Ecke von links, Schal. Ja. Wieder mal ein Blindfisch, der Schiri. Bruno Moreira spielt den Ball flach in den Strafraum, aber der Schuss von Sergej Zyganov ist zu unplatziert. Die Genti ist auf dem Posten und greift sicher zu. Als nächstes, was wir Chancen haben, ne? Deli ist nach einem langen Abschlag von Die Genti plötzlich auf und da vorne, der spielt Mexer schwindelig und zieht aus 16 Metern ab gegen den platzierten Flachschuss. Eduardo Gott, machtlos, alles klar. Boah! Haben wir ja bald so einen vorzeitige K.O.-Qualifizierung hier für 16. Finale. Könnte schon mal mit der Auslosung beginnen. Alle eine 1,5, 1,0 da. Wir waren das Schal, Möller, Deli, Omboré, Akdogan, Koulibaly ebenfalls mit Topnoten. Schlusspfiff, liebe Leute. Sehr schön, die haben auch richtig schön abgeschossen, auswärts. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Dann ziehen wir uns noch fix rein, wie das aussieht mit der Auslosung, wenn die noch kommt, direkt im Anschluss. Sieht so aus. Lieb ich dich so. Wir haben ein Trainingsziel erreicht. Elik. Neuer Jugendspieler. Hat mit Lukas Hasler. Och. Nee. Und höchster Formgewinn bei wem? Kotsolis. Ja, aber das ist ja ein Keeper. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. So, Leute. Aufstellung noch klar machen für den nächsten Spieltag. So. Smolly wieder rein. Gute Aufführung, ne? Von Aspas, die letzten beiden Spiele. Das kann sich schon sehen lassen. Wen vergessen? Ah jo, klar, Schülke. Sehr schön. Da sind wir vollzählig. Also, bis morgen. Ciao, ciao.